Ja, hallo liebe Meerwasserfreunde. Hi. Ja, wie versprochen, heute beim Florian Schuhran. Ja, Florian, hier haben wir das gute Stück stehen. Der erste Prototyp von wie versprochen hat ein bisschen länger gedauert, aber ich denke, was lange währt, wird endlich gut. Oder zumindest das ist der erste Schritt. Und dann können wir ja noch ein bisschen an der ganzen Sache feilen, ne? Ja. In welche Richtung das dann tatsächlich geht. Ja gut, ihr müsst uns beiden halt immer ein bisschen verzeihen, ne? Also der Florian als Geschäftsmann. Ich meine, wer den Florian auf Facebook, seine Seite New Wave halt auch abonniert hat, der sieht auch immer, wo du immer unterwegs bist. Ja, auf der ganzen Welt, ne? Sozusagen, ja. Ja, und da ist halt immer ein bisschen Zeitmangel. Und bei mir selber ist es aber auch nicht besser. Ja, deswegen ist da auch jetzt längere Zeit nichts gekommen. Aber wir haben das gehalten, was wir versprochen haben. Und ich würde sagen, wir zeigen euch das Becken jetzt mal ein bisschen aus der Nähe. Und der Florian wird dann halt ein bisschen was erklären, wie er sich das gedacht hat, warum man das so und so gemacht hat. Aber ich würde sagen, ihr kommt einfach mal ein bisschen näher und wir zeigen euch das einfach mal. Ja, so sieht das gute Stück auf jeden Fall schon mal aus. Ja, Florian, erzähl doch mal kurz uns ein kleines bisschen dazu. Ja, gut. Zunächst mal war es mir wichtig, dass wir das Filterabteil so ein bisschen als Möbel mit designen und auch unabhängig vom Becken haben. So, ich sag mal, ist man von der Materialwahl ein bisschen unabhängiger und kann da eigentlich noch wesentlich individueller das Ganze gestalten. Deshalb auch zweiteilig, das heißt, ich kann das Becken eigentlich nehmen und hier schön rübersetzen und dann mit einer kleinen Tankverschraubung eigentlich nochmal arretieren. Und dann ist das eigentlich auch dicht. Und dann steht's. Bietet natürlich dann auch nachher im laufenden Betrieb, wenn ich mal eine größere Wartung oder wie auch immer machen möchte, Wasserwechsel, ja, mir auch nochmal gewisse Vorteile, dass ich nicht das ganze Becken hin und her schleppen muss. Mhm. Ebenso, wenn ich jetzt sage, okay, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Becken als Refugium oder als Bypass, wie auch immer, einem großen Becken anzuschließen oder vielleicht nochmal eine externe Filtration anzuschließen, unten im Schrank oder wie auch immer, und habe dann Möglichkeiten, Lochbohrungen zu setzen, sodass das heißt, dass der Filter eigentlich stehen bleiben kann, das Becken dann zur Not dann auch mal unter den Arm genommen werden kann und dann wie auch immer. Die Maße, die ich jetzt hier angenommen habe, wir sind hier auf der Gesamtbreite bei 55 cm, wobei das Becken 40 cm hat. Mhm. In der Breite oder in der Tiefe, wie auch immer, je nachdem von wo man guckt, sind wir bei 30 und bei 35 cm Höhe. Da sind wir natürlich auch flexibel. Ich habe lange hin und her probiert. Ich fand, dass die Maße mir rein optisch relativ gut gefallen haben. Ich habe hier ein Filterabteil von 15 cm Tiefe, die ich auch unbedingt, nicht unbedingt, aber schon empfehlen würde, weil wir haben auch hier einen kleinen Filtersockel drin. Und um anschließend auch vernünftig hier hantieren zu können. Hier kann ich nochmal reingreifen. Ja. Die untere Kammer ist komplett geflutet. Ich kann hier mal rausmachen. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Ja. Um halt noch Möglichkeiten zu haben von Dosierschläuchen, gegebenenfalls Heizstab, Abschäumer etc. reinzupassen. Deshalb würde ich hier ungerne das noch reduzieren wollen. Also das sind wie gesagt 15 cm. Alle anderen Maße sind eigentlich total flexibel. Ja. Und bin eigentlich mal gespannt, was. Also wir sind hier ungefähr bei 50 Liter. Wir hatten gestern im Forum schon, da hatten ja schon einige so ein paar Fragen gestellt. Ja, da wollen wir jetzt auch mit euch nochmal zusammen drauf eingehen. Also wir haben ja jetzt noch die Option, das ist jetzt der erste Prototyp. Richtig. So gesehen, ne? So, das heißt, wir haben jetzt nochmal die Option, du hattest, Finn, schon so ein paar gute Vorschläge gemacht bezüglich hier im Prinzip des Notüberlaufes. Genau, hier ist ein Notüberlauf, falls die Filtersocke fest zusitzt oder wie auch immer, dass sich das Wasser nicht in der Wohnung verteilt, sondern eher in die Filterkammer einläuft. Ich kann die natürlich einkürzen, sodass ich zumindest hier hinten hier eine Aussparung habe, dass ich hier durchgehend eine glatte Fläche habe zur Befestigung von einer Beleuchtung zum Beispiel. Das wäre mir jetzt eingefallen.
Ich habe hier Möglichkeiten, noch Stege anzukleben für eine Halterung für, ich sag mal, Dosierschläuche, Abschäumer etc. Vielleicht auch das eine oder andere Langloch, um eine Kabelführung ein bisschen eleganter darzustellen. Das sind alles Sachen, die wir noch nachträglich verbessern können. Aber da sind wir natürlich auch ein bisschen abhängig von den Anwendern. Deshalb bin ich auch ganz gespannt auf dein Feedback, nachdem du das Ding mal ein paar Wochen laufen hast und merkst, an der oder anderen Stelle müssten wir noch mal ein bisschen feinjustieren. Ja, das werden wir ja im Prinzip rauskriegen. Also da haben wir jetzt noch Verbesserungsmöglichkeiten, sag ich mal. Die kannst du da noch geben. Ja, sag doch mal vielleicht ein bisschen was hier zu der Farbe, weil ich sag mal, das sieht ja ziemlich schick aus. Also, du hast ja noch was ganz Neues gefunden, sage ich jetzt mal. Ja, ich wollte, ich meine, Acryl gibt es natürlich in zig verschiedenen Ausführungen, farblich wie auch von der Oberfläche, von der Struktur her. Mhm. Ich habe jetzt hier ein Material gewählt, das nennt sich High Gloss. Das ist ein Material, was von hinten beschichtet ist und ein 6 mm klares Acryl davor geklebt ist. Das heißt, ich habe hier eine gewisse Tiefenwirkung und wirkt halt sehr, sehr edel. Wird häufig auch als im Küchenbau, Küchenspiegel etc. eingesetzt und finde das Material schon ziemlich heiß. Ist nicht ganz günstig, gibt da bestimmt auch die eine oder andere Möglichkeit, das in einem Uniton zu realisieren. Aber fand die Farbe auch ganz interessant und ausschlaggebend war tatsächlich nachher noch, das heißt auch noch Ocean. Und dann hat sich das für mich dann relativ schnell ergeben. Also so sieht es tatsächlich von hinten aus. Ja. Ich weiß nicht, ob es so rüberkommt. Und da nochmal die... Also ich habe hier nur bedingte Auswahl. Hier ist so ein Perlmutt. Ich lege mal einfach die Farben hin. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja. Tatsächlich habe ich aber sonst natürlich unzählige verschiedene Möglichkeiten, diesen Filter oder diesen Filtermöbel... Ich kann zur Not lackieren, ich kann den aus einem mineralischen Kunststoff wie Korean oder sowas herstellen. Also sag mal, das wäre jetzt im Prinzip das Neue, was du jetzt dafür gesucht hast, wo du jetzt sagen würdest. Das sind jetzt so diese 10 verschiedenen Standardfarben, die wir zur Verfügung hätten. Und mir ist sofort dieses Grau aufgefallen, weil es halt irgendwie anders wird. Ich fand Weiß und Schwarz. Ja, das hebt sich auch recht gut ab, glaube ich. Genau, ich fand Weiß und Schwarz irgendwie dann doch zu langweilig. Und ja, wie gesagt, und dann heißt das Material nur Ocean und dann war die Entscheidung gefallen. Ich wollte jetzt auch nicht direkt auf so eine knallige Farbe gehen, was bestimmt auch in der einen oder anderen Wohnung ganz gut aussehen wird, aber fand das dann doch noch sehr exklusiv, aber noch am neutralsten von der. Deshalb habe ich jetzt die ersten Prototypen aus diesem Material hergestellt. Das ist ein 6 mm Material und wir haben hier vorne im Becken an sich ein 10 mm Acryl. Bei der Beckengröße brauchen wir auch keine Randverstärkung etc. Wir könnten es sogar noch dünner fertigen, wird aber preislich jetzt nicht einen großen Unterschied machen, weil dieses Becken sich jetzt nicht unbedingt über Materialkosten oder der Preis dieses Beckens setzt sich nicht in erster Linie durch die Materialkosten zusammen, sondern dann doch eher durch die Lohnkosten, weil da doch die eine oder andere ist nicht ganz so einfach. Ja gut, ist wahrscheinlich auch nicht einfach zu kleben, ne? Richtig, sind halt Laserteile dabei und man kann es vielleicht auch noch vereinfachen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, den unbedingt nach hinten zu setzen oder ob man den nach vorne setzen wollte. Ich wollte ein bisschen verstecken, muss man halt sehen, was für einen Besatz ich dann wirklich drin habe. Ja gut, das war jetzt auch die Geschichte. Ich hatte mich persönlich auch schon gewundert, warum das hier so reinläuft, aber jetzt ist mir das halt klar, weil das halt eben zwei Teile sind. Genau. So, aber das hast du ja für dich auch, sage ich mal, schon gut überlegt. Ne, weil der Florian muss halt eben schauen, wenn jetzt irgendeiner sagt, ich will ja hier eine andere Farbe haben, so, dann wärst du jedes Mal, so kann er ja immer die Becken im Prinzip schon mal vorbereiten. Ja, richtig. Und du kannst dann halt immer farblich den Filter hinten dann noch, ne, anpassen. Ja, soweit, so gut sieht das Ding auf jeden Fall schon mal super schick aus. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Ja, jetzt ist halt eben noch die große Frage, ne? Also, ja, du wolltest die Zuschauer ja noch einige Dinge fragen. Ja, also die Überlegung war natürlich dahin erstmal von der Gestaltungsmöglichkeit, ob die Maße
ausreichen, ob ich hier vorne im Job vielleicht nicht noch ein Stück weiter nach vorne gehe. Mhm. Ich hatte auch anfangs überlegt, hier vielleicht so eine Kieskante aufzukleben, habe ich mich aber gegen entschieden, weil die eigentlich ja, störend wäre für das cleane Design und habe finde eher eine Lösung gut, wenn man sagt, okay, ich kann das ja auch besanden. Und wenn es auch wirklich nur die letzten 10 mm sind, wenn ich da eine Silikonnase hinlege und den dann besande, dann habe ich eigentlich eine super elegante Lösung gefunden und dann fände ich dann eher diese Kieskante dann störend. Ist aber alles natürlich machbar. Also ich halte nochmal ein Maßband dran, damit wir vielleicht auch nochmal eben sehen, wie die Drops aufgebaut sind, oder ich gebe dir nachher eine Zeichnung. Also wir sind hier genau mittig, also wir haben hier immer ein 20er, 20 cm zur Verfügung. Und ja, kommt natürlich darauf an, was ich halt halten möchte und wie ich mir was vorstelle, aber das... Ja, ich meine, gut, da können sich auch vielleicht die Zuschauer mal Gedanken drüber machen, wie könnte man dann Aufbau machen. Also ich habe... auch schon, mein Kopf raucht schon. Ich bin auch am Überlegen, wie man es halt geil machen könnte. Ja, weil wir haben ja im Prinzip, ist es ja als Raumteiler gebaut. Ne? Du kannst ja rein theoretisch hier quasi vor die Wand stellen, mehr oder minder, und hast dann eigentlich einen geilen Raumteiler. Du kannst es natürlich auch an die Wand stellen. Also ja, da bin ich also je nachdem. Also du kannst es als zweiseitig einsehbar machen, indem du es so an die Wand stellst, oder kannst es halt da wirklich mit einer kurzen Stirnwand oder mit der Filterseite an die Wand stellen. Dann hast du es dreiseitig einsehbar. Das ist jeder so, wie er möchte. Ne? Ja, ansonsten sieht das auf jeden Fall schon mal sehr gelungen aus. Ja, was für mich natürlich noch interessant wäre, punkto Beleuchtung, um dort auch wirklich dieses clean Design nicht zu verlieren, dass man da auch wirklich eine schöne Beleuchtung findet. Ich habe teilweise auch schon mal ein bisschen rumgesponnen, habe gesagt, vielleicht auch mit so einer Standleuchte, ob das vielleicht auch ganz cool aussehen würde. Ich weiß es nicht. Also ich habe den ersten Prototypen zu Hause, den ich allerdings nur mit Süßwasser mal geflutet habe und ein paar Garnelen reingeschmissen habe, da habe ich jetzt eine Daytime drüber. Allerdings müsste an der einen oder anderen Stelle, würde ich es so aussparen, dass ich da eine mittigere Platzierung habe, weil ich tatsächlich die nur hier vorne aufgesetzt habe. Das war aber auch nur ein erster Versuch. Also da wäre ich sehr gespannt, was der ein oder andere dafür Vorschläge hat. Ja, jetzt haben wir euch das Becken mal ein bisschen näher gezeigt. Ja, Florian, was hast du noch so an Gedanken? Unterschrank. Mich würde interessieren, also für mich war der erste Gedanke, ich würde es wahrscheinlich nicht unbedingt als Standalone mit einem meterhohen Schrank mit der gleichen Grundfläche präsentieren, weil es dann auch ein bisschen die Wirkung verliert. Wie und wo würdet ihr ein solches Becken präsentieren? Auf einer Küchenzeile, Wohnzimmerschrank, Sideboard, wie auch immer. Oder halt wirklich noch mal eine solitäre Lösung mit passendem Möbelstück. Ne, das sind generell auch noch Punkte. Ja, wobei wir ja natürlich auch ein autarkes System haben. Das heißt, wir haben ja jetzt kein Technikbecken oder so nötig dafür. Da würde ja auch im Prinzip ein ganz normaler Stand reichen. Ne? Ja, ja, klar. Ne, muss ja einfach nur irgendwas sein, wo man es da draufstellen können. Ja. Ja gut, ich meine, fände ich natürlich schon irgendwo optimal, ne, wenn du halt genau schön bündig da irgendwo so einen Stand für hast, fände ich persönlich. Man muss es mal sehen, ich weiß nicht, ob das dann von der Grundfläche her ein bisschen Wirkung verliert, wenn es dann halt, wenn der Schrank zu hoch wäre oder der Stand, wie auch immer, wie es dann tatsächlich wirkt. Sicherlich eine Option, aber man muss es tatsächlich sehen. Ich habe es zu Hause auf einer Küchenzeile stehen und kommt ganz gut neben der Kaffeemaschine. Auf dem Stand meinst du, wird dann nicht so? Ich weiß es nicht, ich muss es sehen. Kann sein, dass es zu... Okay. Ich bin gespannt. Also, sicherlich... Ja, wie gesagt, müsst ihr mal sagen, wie ihr das stellen würdet, wie es sein müsste. Also ich meine, gut, bei 55 haben wir natürlich halt eben den Vorteil, viele Schränke haben natürlich eine 60er Tiefe. Ja, jetzt in Küchen natürlich sowieso, von den Platten her. Ja, und in Wohnzimmern,
kommt es natürlich drauf an. Ne? Da bist du mit der Tiefe nicht immer bei 60. Ne? Heutzutage, nee, also, ne? Die meisten sind ja halt schmaler, dann muss man das halt eben querstellen. Ja, also wir sind ja da flexibel, was das angeht. Aber ich bin, also ist ein krummes Maß, diese 55, aber hat, wie gesagt, Hintergrund, dass ich die 15 cm benötige hinten für den Rucksackfilter, also als Mindestmaß. Mhm. Vielleicht ging er noch 120, aber dann habe ich dann 3 cm gewonnen und komme dann halt noch weniger schlecht rein. Mhm. Und hätte natürlich weniger Platz halt für Abschäumer etc. Man könnte das Becken, würde ich auf jeden Fall vorne auch nicht reduzieren, wenn, dann würde ich es vielleicht noch ein bisschen größer machen. Ja, also hier vorne könnte man das halt noch einen Tacken länger, würde ich vielleicht auch noch sagen. Dann hast du halt hier vorne ein bisschen mehr Platz. Wobei das jetzt natürlich halt eben genau von den Abmessungen her... Mittig habe ich den, genau mittig, müsste man sehen. Das ist natürlich für eine Optik auch wieder eine Frage, wenn ich es hier vorne länger mache, ist es halt nicht mehr gleich. Ne? Ich könnte natürlich den Drop auch 5 cm länger, dann hätte ich dann eine, bin ich bei 65, habe ich. Ja, aber dann ist das gleiche Problem. Ja. Ja, also wir müssen von euch auf jeden Fall mal die Punkte, die wir jetzt gefragt haben, einfach mal wissen. Die könnt ihr ja unten in den Kommentaren geben oder halt eben auf nanoriffe.de. Da läuft ja halt auch eine Diskussion zu dem ganzen Projekt. Ja, wir werden dann jetzt auch weiterhin mal starten. Ne, und werden jetzt mal schauen, dass wir halt auch für die Technik, haben wir ja gesagt. Wir werden halt mal gucken, dass wir da noch mit anderen Herstellern, die sich hier mit reinsetzen wollten, die gesagt haben, okay, wir werden euch dafür auch halt eben passend was entwickeln. Da ist jetzt halt die große Frage, was wollt ihr da drinnen haben? Wobei wir da auch, glaube ich, schon ein bisschen einlenken müssen. Wir haben ja jetzt, du hast jetzt hier 15, ne? Ja, außen, also minus, außen, ne? minus 6, 12 mm bin ich hier bei ungefähr, ja, ich sag mal knapp 140 mm Innenmaß, mhm. Ne? Und was haben wir in der Breite jetzt von der Kammer hier? Ebenso, also 140 mal 140 mm. Ja, da muss man natürlich halt auch gucken, was man da überhaupt noch an Sachen reinbekommt. Also wenn es jetzt da um 5, 10 mm geht, dann kann ich natürlich noch diese Trennwand auch ein bisschen versetzen und versuchen auch den Überlauf vielleicht ein bisschen. Also ich sag mal, das Mindestmaß, was ich brauche, ist eigentlich die Filtersocke. Das ist jetzt die kleinste, die ich auf dem Markt finden konnte. Die hat 90 mm Innendurchmesser, also beziehungsweise das Loch muss 90 sein und hätte hier ungefähr, könnte ich dieses Filterabteil, also dieses, wo die mechanische Filtration stattfindet, vielleicht auf ein Innenmaß von 110 mal 110 mm reduzieren. Das ginge noch. Also das heißt, ich könnte die Trennwand in dem Sinne dann halt noch ein bisschen rüberrücken und würde dann auf der Seite dann noch 2-3 cm gewinnen, wenn es jetzt da hart auf hart kommt. Oder wir machen es generell breiter. Wir brauchen ja rein theoretisch eigentlich hier drin, brauchen wir nur den Heizer, die Rückförderpumpe sitzt unten drin und einen Abschäumer. Wenn wir mal ehrlich sind. Wenn wir einen Abschäumer brauchen. Ja, wenn man einen braucht und wer einen haben möchte, wie gesagt, ne? So, das ist ja eigentlich das Einzige, was hier rein muss. Wenn ich jetzt mal Absorber oder so, ne? Ich meine, klar, jetzt werden nämlich die Fragen kommen wegen Absorber. Könnte ich so, auch noch mit reinsetzen. Und dann kann man auch auf der Seite halt, du könntest ja im Prinzip das einen Tacken tiefer setzen, sodass man hier noch was drauflegen könnte. Also ich, weil wir haben ja hier auch noch einen Filter. Ich hätte natürlich noch Platz hier im unteren L, komme ich zwar schlecht rein, aber ich kann natürlich die Wasserführung so gestalten, wenn ich hier so eine weitere Trennwand setze, dass die halt noch bis, dass das was, die Wasserführung zwangsgeführt ist, so dass ich da, ich sag mal, einen Sack Aktivkohle oder den kann ich hier unten auch noch wunderbar platzieren. Ne? Das wäre auch nicht das Problem. Ich kann da auch noch natürlich Filtermedien irgendwo da unten reinkriegen, sollte natürlich dann so dann schon darauf achten, dass wir das Wasser dann ein bisschen führen. Das wäre auch noch Platz. Das war mir eigentlich auch noch wichtig, das hier zu fluten, um das ganze Volumen ein bisschen zu erhöhen. Also jetzt sind wir ungefähr auf, wir werden so auf 50 Liter kommen, abzüglich Wasserstand und sowas. Okay. Sind wir ungefähr bei 50 Liter mit den Maßen. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben mit Sicherheit euch alles gezeigt, alles gesagt. Und dann hatten wir jetzt noch einen Plan gehabt. Wir wollten einfach euch mal fragen, was wäre euch so ein Becken wert? Wir wollen es jetzt mal anders rumdrehen. Wir haben die Preise im Prinzip ja schon da sozusagen, aber wir wollen einfach mal rumdrehen und sagen, was wäre euch so ein Becken wert? Oder? Würde mich sehr interessieren, ja. Ja, ja, würde ich sagen, diese Folge beenden wir damit. Hattest du noch irgendwelche Fragen? Wolltest du noch irgendwas zeigen? Oder?
Nö, ich denke, das kommt dann im. Ich schalte mich dann auch vielleicht mal mit ins Forum ein. Das wäre eine Option. Je nachdem, wie es zeitlich passt. Und dann können wir halt da tatsächlich dann vielleicht im Forum auch noch Fragen, die dann von meiner Seite kommen oder Rückfragen, ja, dann auch noch klären. Ja. Und dann bin ich halt natürlich tierisch gespannt, wenn du das bei dir mal laufen hast und dann auf dein Feedback, ne, wo man dann sicherlich. Ja, also ich meine, ich denke weit mal, so wird das ja funktionieren. Das ist ja jetzt nichts wie die anderen Becken jetzt auch, also ne? Von der Technik her, ja, das werden wir ja hinkriegen. Ja, weiteren Verlauf, wie gesagt, ich werde mich jetzt mit anderen Herstellern dann nochmal zusammentun wegen der Technik. Da werden wir halt mal schauen. Farbtechnisch hattest du also nur diese Farben, die wir gezeigt haben? Oder in dem Material. Also ich habe natürlich ja, ich meine, es gibt da 100 verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt Acrylglas in verschiedenen Strukturen, mattiert, satiniert. Das ist jetzt so eine Standardfarbkette. Das sind alles Farbmöglichkeiten, die es gibt. Das ist auch wirklich nur ein Bruchteil von dem, was es tatsächlich auf dem Markt gibt. Ich fand, wie gesagt, da irgendwie ein voll durchgefärbtes Material ein bisschen zu langweilig und fand dieses High Gloss schon sehr edel und besonders. Und deshalb habe ich das gewählt. Aber ich kann das ebenso auch. Aber es wäre aus dem, möglich. Ja, ja, alles ist möglich. Also ich kann es tatsächlich auch. Ja, weil da auch die Frage aufkam schon heute im Forum, wie es denn farblich aussieht. Aber ich meine, ich finde die Geschichte wirklich sehr gut, weil ich hoffe, dass es auch mit der Kamera da jetzt mit den Nahaufnahmen so gut rübergekommen ist. Weil man hat halt eben, wenn ich jetzt von hier der Seite zum Beispiel sitze, ja, das sieht halt eben aus, als wäre jetzt hier nochmal, ich sag mal übertriebenerweise, so eine 2-3 cm dicke Scheibe hier nochmal vor und dahinter ist im Prinzip das Grau. Ja. Das sieht schon echt sehr gut aus. Hat eine schöne Tiefenwirkung und sieht dadurch sehr edel aus. Ne? Also eine polierte, klare Kante und dahinter diese Farbstruktur. Würde aber auch, glaube ich, preislich nichts ändern. Ne? Also ich glaube, wir hatten gesagt, egal ob wir jetzt hier von irgendeiner. Ja, ist im Quadratmeterpreis ist sicherlich die Variante ein bisschen teurer, aber wie gesagt, bei dieser Beckengröße spielt jetzt, also der Preis setzt sich nicht unbedingt, oder setzt sich vielleicht 25-30% über das Material zusammen und der Rest sind einfach nur Lohnkosten, die sich, ja, das sind CNC-Programme, die geschrieben werden müssen, die sicherlich, wenn man da eine Serie draus macht, wenn man die Stückzahl erhöht, alles ein bisschen wieder relativiert, aber ob ich jetzt davon 10 oder 100 mache, die Arbeit zum Kleben macht kein Roboter, sondern da ändert sich nichts dran und die Zeit, die brauche ich. Natürlich kann ich da Form- und Vorrichtungskosten ein bisschen umlegen, aber tatsächlich materialtechnisch ist jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt hier stattdessen ein normales 6 mm schwarz genommen hätte oder weiß, dann hätte ich unterm Strich vielleicht 10 Euro günstiger fertigen können oder macht das 10 Euro aus und die sind es mir dann tatsächlich auch wert, um mich dann doch ein bisschen wieder abzusetzen und zu sagen, wir nehmen dann das hochwertigere, exklusivere High-Gloss-Material. Ja, ich denke, wir haben alles gesagt. Ja, wir warten gespannt auf eure Antwort zu unserer Hauptfrage. Was wäre euch so ein Becken wert? Ich meine, ihr müsst ganz klar, direkt eins will ich vorab sagen. Das ist natürlich ein Designstück. Die Materialien sind absolut hochwertig. Ja, also wir haben jetzt hier nicht irgend so ein billiges Gejampel, sage ich einfach mal. Das muss man natürlich auch schon berechnen. Ne? Also da kann man jetzt nicht vergleichen mit irgendeiner China-Ware oder so. Das ist hier schon eine ganz andere Hausnummer. Von daher ja, sind wir beide sehr gespannt, was ihr uns da an Preisvorstellungen sagen werdet. Selbstverständlich. Ist aber nicht das Wichtigste bei dem Projekt. Also ich habe da auch sehr viel Bock drauf und Nö, ich bin aber auch mal reingespannt. Ich meine, ja, gut, wir haben ja vorher gesprochen und haben gesagt, wir schauen mal. Ja. Lassen wir es mal so machen. Ja, da bin ich aber auch halt eben gespannt drauf. Ne? Ja, dann würde ich sagen, von hier aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.